So, da sind wir wieder und jetzt wollen wir hier drüber. Da wir ja den Magier haben, kann der uns netterweise eine Brücke bauen. Können wir hier was vielleicht einkeilen? Ja, können wir. Oh, wir hätten das da oben einkeilen können. Sehe ich gerade. Einfach runterschießen. Das dürfte dann auch nicht kaputt gehen, die stabile Kiste. Die dürften wir so einkeilen können, genau. Die Spinne wegschießen. Da oben ist nichts mehr. Wie viele Violen fehlen? Ist denn noch jede Menge, aber dafür haben wir schon beide Secrets. So. Den Stein können wir benutzen, um hier das zu verkeilen. Ah, jetzt bin ich doch in den Sumpf gefallen. Ich wollte eigentlich hier rüberspringen. Kurz gucken, ist hier oben was? Nö. Aua. Da brauchen wir den Feuerpfeil, damit wir die beiden Fiolen holen können. Normalen Pfeil für die Spinne. So. Und ich höre noch mehr. Da. Das war der eine Energiefiole in den Sumpf. So. Das hier hoch. Nein, du solltest nicht da rüberfallen, sondern hier hin. So, und so. Kommen wir nämlich hier dann weiter. Ich können wir einfach so rüber machen, dann keilen wir das hier ein. Und den die Spinne wegschießen, hier in diesem Netz. Aber das war in den Sumpf rein. Hilfe. Ja. Komm, ich will dich da einkeilen. Kann ich nicht. Dann will ich versuchen, eine Brücke da einzukeilen. Geht das? Ja, das geht. Das geht zum Glück. So kommen wir nämlich da dran. Dann können wir das Gewicht da drauf schieben. Hier hoch. So. Und das Zahnrad befördert uns wieder nach oben. An die Erfahrungsfiole hatte ich gehofft. Aber das müssen wir dann woanders machen. Nicht so, sondern... Ich mach ein Dreieck, meine Güte. Was wir in Brand stecken können. Und hier kommen schon wieder die netten Gegner. Na komm. Hier hat's nur das Shit weggehauen. Schade. Kommt da einer runter? So können wir sie auch umbringen, indem wir sie einfach mit den Steinen... Du bist lebensmüde gewesen, du Bogenschütze. So. Noch ein Bogenschütze, der lebensmüde ist. Und noch ein wegfliegendes Skelett. Ja, Skeleton Airlines. Wir lassen Skelette fliegen. Oder auch nicht. Das
baut noch was hinter uns oder es baut was vor uns. Vor uns. Na komm. Genau. Der sitzt da etwas falsch. Ich werde ihm mal helfen. Genau. Das ist auch ein netter Mechanismus. Du nervt mich. Schon wieder ein Level up. Das werden wir gleich mal machen. Ihm fehlen noch 2 Punkte. Sie hat ihre... Sie hat einen Punkt und er hat einen Punkt. Okay. Im Augenblick können wir gar nichts steigern. Wir können aber Riesenrad fahren. Skelette sind auf dem Riesenrad nicht erwünscht. Ihr seid schon zu alt, um Riesenrad zu fahren. So. So, dafür können wir euch elektrisieren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich bin nämlich neugierig, ob da oben noch was ist. Deswegen benutze ich mal den Magier, um uns hoch zu befördern, wollte ich gerade sagen. Aber das mit dem Zaubern ist halt immer so eine Sache. Nein, da oben ist definitiv nichts mehr. Und jetzt ist das Riesenrad ziemlich in Fahrt. Und schaukelt. So. Jetzt aber. So. Ich hab dich doch getroffen. Daneben so. Die Kiste werden wir sicher brauchen. Du kannst mal wieder eine Kiste auf den Kopf bekommen. So. Ja. Ach, die beiden stehen da, ist so schön. Deswegen lassen wir sie mal einen Brückenbauunfall erleben. Obwohl sie Helme auf hatten. Oh je. Was habe ich vorhin noch mal über Skelette auf Karussells gesagt? Nun stehst du den Stacheln, da stehst du relativ ungünstig. Und was auch immer du machst, das sieht ungesund aus. Aua. So. Dass die auch immer so in so großer Anzahl spawnen müssen. Komm, du kannst hier runterkommen, oder? Ich komme zu dir hoch. Ich sollte nach diesem Let's Play mal einen Zusammenschnitt machen. Die seltsamsten Skeletttode. Hier hoch und hier rüber. Noch ein Checkpoint. Das Level ist ziemlich groß. Und das, obwohl wir schon 30 von 35 Erfahrungsviolen haben. Und hier weg. So. Ach, jetzt geht's hier nochmal runter. Respawnst du nochmal? Nö. Doch. Und nochmal. Komm, nochmal.
Doch. Seht ihr, das ist die einzige, eine der wenigen nervigen Sachen bei dem Spiel. Da gehen wir hier jetzt weiter und in Time Respawn dauern Skelette. Jetzt dürfte das aber das letzte gewesen sein. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt oder es hat Pech gehabt. Okay. In das Sumpfwasser springe ich nicht freiwillig. Das ist doch Sumpf, oder? Nö, das ist normales Wasser. Okay. Und ja, ich musste das unbedingt ausprobieren. Hier runter. Noch ein Checkpoint. Hier. Das ist wie im Vergnügungspark. Also, dass die Skelette nervig sind. Hallo. So. Oh, wie viele kommen denn dann noch? Noch einer. So. Das hört sich so an, als ob da unten noch einer wäre. Der Wetterdienst hat aber nichts von herabfallenden Skeletten gesagt heute. Vor allem nicht von diesen Skeletten, die beim Runterfallen sterben. Und hoch und rüber. Ach du, da drüben. So. Hebel umlegen. Mach die Tür auf. Sehr gut. Energiefiguren brauchen wir zwar nicht. Ja, bleib so stehen. Genau, dreh mir den Rücken zu. Und weg mit dir. Die Gerüche werden mit jedem Schritt entfernt. Wir müssen jetzt in der Nähe des Turms sein. Okay. Der Magier hat es gesagt. Eine Erfahrungsfiole mal wieder übersehen. Aber egal. Ach komm, da ist noch einer. Ach komm. Kann ich auch wegtreten, so. Zwar weit wegtreten, Home Run. gut. Das war's jetzt dann hoffentlich, aber ja. Unsere Helden brachen durch die Tore zum Turm des Bösen und betraten die Schmiede, in der die Untoten ihre Waffen und Rüstungen fertigten. Auf sie herabschauend stand der Turm des Bösen hoch und bedrohlich. Dies war das Herz des Bösen. Okay, wir sind in der Eisenschmiede am Fuße des Turms angekommen. Oh, das ist nicht gut. Dieser Geruch erinnert mich an eine Waffenschmiede. Ha! Ich habe die beste Waffe von allen. Das stimmt allerdings. Mit dem Superhammer da, mit Thors Hammer, hat er eine ziemlich gute Waffe. Aber gut, bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich mal sagen, speichern kann ich hier nicht. Mache ich hier erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.